Indoor-Fußballhallen haben wir ja im Ruhrgebiet zur Genüge. Das Besondere an der Soccer 5 Arena in Castrop-Rauxel ist, dass man hier nicht nur Cageball, sondern auch Beach-Soccer und Beachvolleyball spielen kann. Das hat uns übrigens Anna auf Facebook empfohlen. Und den beiden zeige ich jetzt mal, wo der Hammer hängt. Jetzt werde ich den Kevin im Elfmeterschießen abziehen und die Kathleen anschließend dem Volleyball. Und das Umziehen geht bei uns ganz fix. Ja, der Mob aufs Feld. Wir können gleich live zusehen beim Elfmeterschießen zwischen Kevin Korte und Stefan Schöneberg. Jeder schießt 3 Elfmeter. Ich bin mir noch nicht sicher, wer hier das Rennen machen wird. Es sind beide Jungs sind top in Form. Okay, Stefan. Läuft an, schießt und Kevin hat ihn gehalten. Boah, gute Parade von Kevin Korte. Stefan hat versucht, in die linke untere Ecke zu zielen, aber da war Kevin definitiv schneller. Jetzt das Spielchen umgekehrt. Ja, Stefan steht im Tor, Kevin geht zum 11-9, zum Abschusspunkt. Ja, auch er nimmt einen weiten Anlauf und... Oh, ganz souverän, rein ins Tor, da landet der Ball im Netz. Stefan kann nur den Kopf schütteln, das war keine gute Leistung. Jetzt steht es 1-0. Kevin, der spielt ja professionell. Ich spiele ja professionell Fußball und ich spiele ja nur. Hau ab! Nee, du sagst jetzt nichts dazu. Ich spiele ja nur in der Hobbymannschaft. An dieser Stelle ganz herzlichen Gruß an untrainierbar Recklinghausen. Aber da hatte ich jetzt einfach keine Chance. Es ist so ein Druck, den er hatte. Kann nicht jeder. Meine Damen und Herren, es geht heute Abend bis 11 Punkte. Die Bälle müssen außerhalb des blau abgesteckten Feldes eingeschlagen werden. Am besten ins gegnerische Feld. Punkte können nur innerhalb des Feldes erzielt werden. Fällt ein Ball außerhalb des Spielfeldes, ist der im Aus, es sei denn, der abwehrende Spieler berührt diesen Ball und der geht ins Aus. So ist das auch ein Punkt für den angreifenden Spieler. Ist das ja zum zweiten Mal die Angabe? Wir erfahren gerade, aufgrund einer Regeländerung der FIVB ist das Spiel jetzt zu Ende, nach 7:4 für Fromischewski. So, ich würde sagen, war ein relativ knappes Ding, aber ich wusste auch wieder nicht, dass die Kathleen den Volleyball spielt. Nee, ich werde hier, das ist doch alles, nee, ich finde das auch nicht gut. Er hat das aber gut gemacht, ich bin auch kaputt.